Vor so vielen Jahren hat alles bei mir so angefangen, also ernsthaft so angefangen, und zwar mit Dainese. Und ich bin so happy über die Anfrage von Dainese, ob wir nicht eine Kooperation machen sollen. Und ja klar, es geht für mich nach Italien ins Headquarter, um mir alles anzuschauen für Dainese, von Dainese. Hammer. Ich bin total von Socken. Ich bin super stolz darauf. Dazwischen liegen, keine Ahnung, 30 Jahre irgendwie. Also mein Start in diese ganze Rennerei-Geschichte mit Dainese. Und ich möchte ja sagen. Und ich nehme euch mit. Ich bin wirklich echt von Socken. Also los geht's. Auf nach Italien. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin hier bei Dainese in Italien im Headquarter. Guck mich hier für euch um, die neuesten Klamotten, die es hier gibt. Zum Beispiel ein Lederkombi von Valentino Rossi mit über 360 Ersatzteilen. Hammer! Also es wird richtig spannend. Es geht wirklich nur um Klamotte und ich schwenke einfach jetzt mal rum. Hammer! Ich möchte alles wissen hier. Super cool. Das ist quasi das DAR, Dainese Archiv, also kein Museum, sondern ein Archiv, was man quasi auch immer mal wieder updatet, wo immer wieder neue Sachen zu sehen sind. Ganz beeindruckend ist an dieser Wand hier dargestellt, was überhaupt hier passiert ist. Also Start 1972 und dann wurde halt Schritt für Schritt weiterentwickelt über Dakar. Sind dann noch Ski-Protection hier dazugekommen. Unfassbar. Das ist so diese Optik, die mich gerade hier erwartet. Hammer. Also wir gehen das alles durch. Federica erklärt alles auch super gut und ich übersetze es dann wieder für euch. Mega. Ich bin jetzt schon total geflasht. This was a scooter for the first The trip. first Vespa that he went from Vicenza to London. Übrigens war die erste Firma, die entstand unweit von hier entfernt, 40 Kilometer in den Bergen, wo quasi ja die ersten Lederanfertigungen gemacht wurden. Früher war so Rückenprotektor, hast du auch irgendwie Schildkröte gesagt, das war ganz witzig. Erster Rückenprotektor von Biaggi und hier direkt daneben von John Kuczynski. Also das ist so der Start quasi, inspiriert durch die Natur eben. Jetzt steigt die Spannung. Das ist der Eingang. Also the smell, you can understand the smell. Wow! And here you are. Oh We mein call Gott! Oh! the forest. Oh! Wow! So, how many suits are here? We have around 300, but we have plenty of them in another place. But Oh, here crazy! we call the forest of suits. Okay, the Forest of Suits. Wahnsinn. Unfassbar. Oh, die Chesterfield-Kombi hier von Max Biaggi. Mein Idol. Cool.
Hammer. Das war so meine Zeit. Da ist bei mir losgegangen beim Fahren. Das hängt alles hier. Einfach unglaublich. Scott Russell. Ah, Hammer. Gänsehaut. Kevin Schwanz. Oh Gott. Oh Gott. Ich flippe aus, Leute. Das ist einfach gerade so, so emotional für mich. Das ist unfassbar. Und so diese ganze Historie, die hier hängt. Wir gehen noch einmal rum. Es ist einfach... Mir fehlen gerade die Worte, das ist einfach so krass für mich, das hier zu sehen, das unfassbar, Wahnsinn. Und hier geht es nochmal komplett weiter, Hammer, richtig cool, Wahnsinn. Das ist doch mal ein Anblick, unglaublich, Wahnsinn. Echt cool. Wow. Absolut krass. Und hier siehst du so die neuere Epoche, hier mit den Slidern auf der Seite. Hier noch so die von damals, ohne Slider teilweise. Wahnsinn. Und halt auch, naja, teilweise richtig was erlebt. Krass. Wahnsinn, ich bin total geflasht gerade. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist so viel Racing-Geschichte, was hier hängt. Oh, Wahnsinn. Also das müsst ihr erleben. Before COVID, the main idea was for schools. Yeah. Because for Lino Danese was a place where you can have an idea. Yeah. And means that you want to bring to the guys, the students. Yeah. To understand that if you have a dream, if you have an idea, as I did. Yeah. 50 years ago. Yeah. If you have effort, idea, you can reach it. It's open to the public for free because he doesn't want money. Yeah. For this place. Yeah. It was not something to... But on Saturday is open. Mir die ganze Galerie der großen Namen. Wir kommen jetzt zu den Airbags. Das ist die erste Zeichnung dazu. Dann wurde entwickelt und die ersten Systeme waren einfach zu groß. Die ganzen Fahrer haben gesagt, nein, wir tragen nicht so viel extra Gewicht mit uns. Und es muss immer ein guter Kompromiss sein zwischen Komfort und Maximum Protection. Und das braucht halt Zeit. Aber das sind so die Anfänge und die zeige ich euch jetzt mal. Hier an der Wand ist das ganz gut dargestellt. Es war alles relativ groß, bis hin jetzt zum ausgereiftesten System, was wir alle kennen. Ja, und dieser Anzug hier, dieser schwarze Anzug, ist tatsächlich im Gebrauch, um Astronauten zu schützen, wenn sie jetzt quasi im All sind und schwerelos sind, gehen die Wirbel auseinander, um das zu komprimieren, um da alles quasi in Form zu halten, weil die größten Probleme sind tatsächlich wieder, wenn Astronauten zurückkommen auf die Erde und dort wieder landen, sind sie erstmal nicht in der Lage, den Alltag zu bewerkstelligen, weil die Wirbel so auseinandergegangen sind. Das verhindert so dieser Anzug, der wird hier durch diese Streifen so komprimiert, ähnlich quasi, wie es hier auf der Erde ist, also durch unsere Schwerkraft, und das simuliert dieser Anzug.
Und er ist halt tatsächlich im Gebrauch. Und Dainese ist irgendwo auch ein Stück weit Mode. Und es performt halt. Das ist halt so der Hintergrund, der Antrieb. Und hier nochmal so die Dakar-Ecke. Das waren so die Anfänge oder mit die Anfänge von Dainese. Und ihr wisst ja, ich freue mich so sehr auf die Bosnien-Rallye. Es ist zwar keine Dakar, ja, aber die Bosnien-Rallye ist schon so eine Geschichte, wo ich mich echt drauf freue. Wir werden morgen ja auch noch ein bisschen fahren. Vielleicht kann ich dazu dann auch noch mal ein bisschen zur neuen Touring Collection sagen. Brandneu. Nächster Part. Wir shooten für Dainese. Guck mal hier, das trägt man drunter. Ich habe noch meine Freizeitjacke an. Und mit dabei die Francesca. Hello! Ciao! Sun is shining now, yeah. So hopefully it's gonna... It's not freezing. No, it's not freezing. It's gonna be a great day on the bikes. Yes. Wir ziehen jetzt dann nachher die warmen Klamotten an, setzen uns auf die Bikes, machen ein paar schöne Aufnahmen. Ich nehme euch natürlich mit. Nach dem Erlebnis des gestrigen Tages muss ich sagen, es ist absolut, hat es mich geflasht. Und alle sind super cool drauf. Es macht richtig Laune, auf jeden Fall. Bis gleich. Und wir machen mit der GoPro weiter, wie gewohnt. Jetzt sind wir in den neuen Klamotten. Und das sind quasi so neue Klamotten, die habt ihr noch gar nicht gesehen. Ich auch noch nicht. Also das wird kommen in Zukunft. Das fühlt sich auf jeden Fall schon mal fantastisch an. Sehr cool. Erster Eindruck, ich friere nicht. Das ist sehr wichtig. Wir haben jetzt so ein paar Vorbeifahrten gemacht. Hier sind so ein paar statische Bilder jetzt noch. Sehr cool, auf jeden Fall. Und durchs häufige Drehen ist mir jetzt wirklich warm. Ich könnte jetzt, glaube ich, gleich die Lüftung einschalten hier. Beziehungsweise die Lüftung aufmachen, dass es nicht ganz so warm ist. Der Boden ist super rutschig, weil es halt doch viel geregnet hat. Ja, hier beim Filmen bei der neuen Kollektion von Dainese kommt das Fahrzeug an die Grenze. Die Klamotte kann alles, ja, aber das Fahrzeug kommt so ein bisschen an die Grenze, weil der Boden ziemlich slippery ist, ja. Guckt euch das mal an. Also, die Reifen sind leicht zugesetzt, aber es macht mega Spaß. Wir haben da hinten so ein paar Wege gefunden, die auch extrem geil sind zu fahren, mit so einem kleinen Jump drin und so. Also, mir taugt es absolut. Man muss halt sich sehr konzentrieren, dass es nicht wegrutscht, aber so ist es echt lässig. Ich habe jetzt mal die Belüftung aufgemacht, super angenehm. Hier drunter, kann ich euch mal zeigen, ist noch die Membran. Und da drunter, Achtung, ist das schöne, warme, kuschelige Innenfutter. Wenn du jetzt oft das Motorrad drehst und wenig Fahrtwind hast, dann kommst du echt ins Schwitzen. Aber Lüftung auf, alles safe, cool. Und was ich echt geil finde, diese Beschichtung hier auf den Schultern und auf den Ellbogen. Das kommt man, wahrscheinlich im Video kommt das nicht so rüber, aber das sieht echt mega geil aus. Bin ich richtig schick angezogen, ne? Ein bisschen Wasserdurchfahrt muss sein, ne? Kein Staub heute. Wir haben Spaß, geht weiter. Location-Wechsel. Wir haben jetzt gerade mal probiert, wie das ist mit der Lüftung und die haben wir jetzt wirklich mal aufgemacht, weil es super warm ist mit dem Thermo-Innenfutter. Wir haben 9 Grad Celsius Außentemperatur und wenn man oft dreht, dann schwitzt du. Klar, der erste Spot war anstrengend, weil der Boden so slippery war, aber selbst hier auf den Schotterstraßen ganz easy. Also echt, taugt mir gerade alles voll. Alle sind super relaxed und die Sportsmen hier am Start, alle cool. Und ich bin richtig stolz, Dainese jetzt als neuen Kooperationspartner zu haben. Das erfüllt mich wirklich voller Stolz. Wenn ich zurückdenke zu meinen Anfängen, da habe ich ja,
vor 20 Jahren ist, oder über, noch länger her, also über 20 Jahre ist es her, wo ich das erste Mal irgendwo racingmäßig unterwegs war. Und da bin ich mit Dainese gestartet. Und jetzt, nach der Zeit, wieder bei Dainese zu sein, ist wirklich richtig cool. Und ich finde es so, ich feiere es einfach. Das ist super cool. Und so ein kleiner Part zu sein hier von allem. Mega. Was der Hammer ist, ich habe nur die Funktionswäsche drunter und es bollert nichts hier irgendwie. Es fühlt sich richtig cool an, also vom Komfort mega angenehm. So machst du mich glücklich. Ist klar, ne? Das kann was, auf jeden Fall. Und Francesca hat die Lüftung aufgemacht hier. More air intake. Fresh air. Fresh air. It's hot. It's not super hot today. Not super hot, but off-road is getting hot. Yes, and makes you warm. I open myself for them. Cool. Wir sind wieder zurückgekommen, wohlbehalten. Es wird schon was dunkler. Und wie wir erwartet haben, wir müssen die Motorräder zurückgeben. Und die Klamotten auch. Die kommen nämlich erst demnächst. Also ich warte schon jetzt sehr gespannt und würde mal sagen, das war ein richtig cooler Tag. Francesca, you enjoy the day? Oh my god, so much fun. Yes, so much fun. It was amazing. Off-road, jump out of the bike. Amazing. Love it. You're invited in Italy. Oh, thank you. Cool. This is a great idea. Yes. And did you enjoy the day? Yes, of course. Mir hat super Spaß gemacht. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, dann lasst gerne ein Däumchen da oben da, Kanal abonnieren. Wir sehen uns in 3-4 Tagen wieder. Checkt die Playlist aus und dann würde ich sagen, ciao!